einerseits eines Bewusstseins- und selbstbewusstseinsfähigen Spiegelreflexionsbewusstseins, dass das Heureka oder die Panik-Horror-Grenze der Aufklaffung des Existierens und damit Wiedervergehens erst möglich macht. Man muss also erklären, warum diese Funktion einer einerseits hilfreichen, beschleunigten zur Koordination des Überlebens übererfolgreichen Funktionsweise dann gleichzeitig diesen negativen Aspekt der Hemmung, der Todesangst, der Lähmung, Hemmung, Symptom, Angst, sagt Freud, mit sich bringt und dann deshalb, ob dessen Unerträglichkeit wieder zu einer Derealisierung, zu einer Verunwirklichung einer vorher wirklich gemachten Wirklichkeit führt, sodass fortan der Zweifel an aller Realität und Wirklichkeit alles als Wirklichkeit Erscheinenden emporkommt, auch nur beim am Zweifel zweifelnden Menschen eines Descartes. Dies als eines von etwa 100 Paradoxien, die immer unter den Tisch gefallen werden, beginnend von der Unmöglichkeit eines übereinstimmenden, übereinkommenden, nicht sich verpassenden Geschlechtsverhältnisses bis hin zu allen anderen. Immer dann, wenn es um Bewegung geht, automatisch durch sich selbst verunmöglichende Paradoxien ausgezeichneten Wahrnehmungsfeldes, dessen neuronalen Netze offenbar nur beim Menschen so angelegt sind und angelegt sein sollen, um gerade durch diese Krankheit und durch diese Unmöglichkeit eben sich eine Erde unterzutun, die einem vermeintlich nichts mehr anhaben kann. Denn das Witzigste der erfolgreichen Anpassungen besteht ja in dem Fehlschluss der Unsterblichkeit dieses neuronalen Netzes sowohl im Diesseits als auch im Jenseits, denn es benötigt diese Chuzpe, es benötigt diese Angstlosigkeit und Tumpheit und Tumpdreistheit, um erfolgreich die Aktionen, die es in der Welt zu vollziehen hat, zu vollziehen.